das, was mir jetzt heute sehr nett entgegengekommen ist, ist, wir hatten gestern in unserem Seminar, es ging um Metaphysik zur heutigen Zeit, was wir davon haben, was uns das hilft, was das überhaupt ist. Und also sehr neuspirituell oder tiefenpsychologisch oder tiefensoziologisch. Und da ist vorgekommen eine Idee, ein Entwurf von mir, der sich noch nicht verwirklicht hat, und zwar der Körpertempel. Denn ich sagte, wir werden jetzt in nächster Zeit hier keinen großen integralen Tempel errichten können. Also unsere Zuwendungen gehen jetzt schon seit 1,5 Jahren und wahrscheinlich noch ein paar Jahre weiter in die Errichtung oder in den Erhalt unserer HQs, also unsere Headquarters in Costa Rica, in Nicaragua, in Indien, hier in Baconijak. Und ja, und andere sind allmählich in Werden. Also wer ein HQ führen oder mitbetreuen möchte, ist jetzt auch hier herzlich eingeladen in allen Ländern dieses wunderschönen Planeten. Und eine Idee ist da gestern, ein Konzept von mir wurde kurz genannt, nämlich in den Erfindungen des Walt Güner aus meinem Roman Giant Baklava, im Kapitel House of Dreamworks. Es ist der Körpertempel. Also, wenn man einen großen Tempel nicht errichten kann, dann kann es ein Körpertempel sein. Das heißt, es ist wirklich ein ganz ein kleines Gebäude und mit einer einzigen Türe. Das Gebäude hat wenige Quadratmeter, und wenn man in das Gebäude hineingeht, ist es durch die eigene Person ausgefüllt. Man könnte einen 1P oder 2 oder 3P Körpertempel, also für einen bis drei Personen, konzipieren und errichten. Und wenn man da drinnen steht, da hat man dann mehrere Fenster um sich herum, und man muss rausschauen. Es ist nichts anderes da, es ist die Wand, ist ganz nahe vor einem, und da kann man dann eben aller ja, Bildmaterial, Filmmaterial oder irgendwelche Effekte, Pläne einspielen und den Besucher des Körpertempels auf eine integrale Reise mitnehmen. Und diese Idee ist so gut angekommen, dass ich, weil sie auch der Machbarkeit so nahe ist. Also das könnte jeder, könnte sich im Garten um wenig Geld einen wunderschönen Körpertempel aufstellen. Vielleicht auf dem eigenen Grundstück, aber so, dass er von der Straße zu begehen ist. Und das hat ein paar mitgenommen, diese Idee. Bin gespannt, ob da dieses Jahr noch in dieser Hinsicht was realisiert wird. Aber eine Idee, die ich gerne weitergebe und über die ich sehr erfreut bin, dass sie so gut ankommt. Und wir sind hier eine Gruppe jetzt, gestern waren es genau 42 Leute. Aus Kanada, aus Costa Rica, aus anderen Ländern von Lateinamerika, Argentinien, Chile. Dann hatten wir zwei junge Damen aus Tunesien, aus Frankreich, Dänemark, ja, Norwegen und andere Länder, Österreich auch und Deutschland. Und der Körpertempel ist bei allen durchwegs angekommen. Also vielleicht auch eine Idee, die bei dir gut ankommt. Wenn dich das interessiert, so einen kleinen integralen Tempel anzufertigen, dann unterstützen wir dich mit Material. Ein Plan ist auch schon da. Und ja, mach mit, sei dabei und gestalte die Zukunft mit und am Weg dessen auch dich selbst.